Auf der Reise quer durch Saarland sind wir heute in St. Ingbert gelandet. In der Ingo-Bertus-Apotheke, wie sollte sie auch anders heißen? Eine Apotheke, die es schon so lange gibt wie die Stadt St. Ingbert. Nee, war Spaß, fast so lange. Und hier ist sie, die Poststraße, wie sie lebt und lebt. Es ist die Parallelstraße zur Fußgängerzone hier in St. Ingbert. Jetzt werden alle St. Ingberter sagen, das wissen wir doch, warum erzählst du das denn? Aber es geht um einiges mehr, denn heute sind wir unterwegs für eine technische Neuheit. Sie haben wahrscheinlich erfahren, dass im Gesundheitsbereich gerade Deutschland extrem genau ist. Und hier ist ein Apotheker, der lässt nämlich seine Wäsche reinigen von der Firma Müden. Und da gibt es eine ganz spezielle Technik. Wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist Erwin Reinhardt. Ich bin der Inhaber der Ingo-Bertus-Apotheke in St. Ingbert und betreibe sie nun seit 36 Jahren. Die Apotheke besteht seit 1955. Es war, glaube ich, nageln Sie mich nicht fest, aber ich glaube, es war die dritte Apotheke in St. Ingbert vor Ort. Und er war halt noch ein bisschen früh. Mehr kann ich darüber nicht sagen. Wir verstehen uns als Arzneilieferant für die St. Ingberter und natürlich auch für Auswärtige. Und wir betreiben auch Versandhandel. Echt? Wir sind versorgende Apotheker, Apotheke für viele Altersheime. Wir blistern Arzneimittel. Wir sind Drogenschwerpunktapotheke. Das ist was, Drogenschwerpunktapotheke? Drogenschwerpunktapotheke ist, Sie sehen, wenn Sie kurz Schwenk machen, neben uns ist eine Drogenpraxis. Das bedeutet, wir versorgen Drogenabhängige mit Ersatzmedikamenten, sodass diese Beschaffungskriminalität für Drogen ausbleibt und die Drogenabhängigen praktisch versorgt sind. Sie haben auch eine Tochter, das ist unschwer erkennbar. Sie heißt nämlich auch Keller Reinhardt. Wenn Sie sich mal kurz vorstellen, Sie machen das auch schon etwas länger, oder? Genau. Mein Name ist Susanne Keller Reinhardt. Ich bin seit 9 Jahren Apothekerin. Ich führe die Apotheke zusammen mit meinem Vater und fühle mich sehr wohl und suche das Gespräch zu den Kunden und bin eigentlich immer im HV-Bereich in der Beratung tätig. Super, wir gehen am besten mal kurz rein, dann zeigen wir mal, um was es eigentlich geht. Denn es gibt einen Sack, den Sie erfunden haben, mit dem Wäsche aufgenommen werden kann, der mitgewaschen wird und der sich in der Maschine auflöst. Hier ist Volker Müden, hallo Müden. Ja, hallo, ich grüße Sie. Genau, wir gehen am besten mal rein, hier ist immer schön laut, dann machen wir mal die Tür zu, da haben wir ein bisschen mehr Ruhe. So. Ist total spannend, eine Apotheke zu haben, die es schon so lange gibt. Ja, das ist schon. Das heißt, Sie haben wirklich alles erlebt, oder? Mehr oder weniger? Ich ja. Also vom Internethandel über. Ja, so ist es. Ja, wir haben also wirklich von den handgeschriebenen Rezepten alles überlebt bis zur heutigen Digitalisierung. Wir brauchen also die Rezepte nur noch in den Scanner einzugeben und die Kasse liest automatisch alles und gibt uns vor, was wir überhaupt bezüglich Kassenrabatten und so weiter abgeben dürfen. Okay, das heißt, es ist alles nicht mehr ganz so einfach wie noch vor 50 Jahren, nehme ich an. Das haben Sie wahrscheinlich nicht erlebt, aber noch vor 30 Jahren, da war es noch ein bisschen händiger, oder? Da war es noch viel, viel, viel mehr Arbeit. Da musste man noch die Rezepte per Hand beschriften. Da sind natürlich auch viele Fehler vorgekommen. Das ist heute alles abgestellt. Okay, nahezu abgestellt. Also es kann immer mal einen kleinen Fehler geben, wenn irgendwas passiert, aber sollte nicht mehr. Fix, ja. Fehlerfrei ist natürlich, wäre gut, aber zu 99% würde ich sagen, ist die Fehlerquote reduziert. Wo gehobelt wird, da fliegen Späne. Das ist ja allgemein bekannt. Hier haben wir Wäsche. Wenn der Volker Müden Werbung, da sind Sie echt gut. Ja, hat seinen Sarklin-Sack da. Wenn Sie den mal ganz kurz wegnehmen, dann zeigen wir mal gerade, wie so typische Schmutzwäsche, sage ich jetzt mal, aussieht. Die ist ja nicht richtig schmutzig, aber da sieht man, was ist da dran? Ist das Blut? Das sind meistens Salbenreste, Rezepturen oder manchmal auch Blut. Okay, warum kommt da Blut hin? Es werden teilweise Tests durchgeführt, Blutzucker-Messwertbestimmungen oder so, bei dem man mal mit Blut in Kontakt kommt. Aber das ist eher selten. Meistens ist es wirklich Verschmutzung von dem HV-Tisch, von der Rezeptur, es ist so vielseitig. Also
Darf ich da mal hinter die Kulissen gucken, wo Sie was anmischen? Natürlich. Ja, dann gehen wir da mal kurz hin, weil sowas haben wir wahrscheinlich auch noch nie gesehen. Und da kommen wir nämlich gleich auf den Punkt. Der Müden hat nämlich eine spezielle Technik mit diesem Sack. Da ist er. Das werde ich dann auch gleich mal erklären. Zeigen, ja. Und ja, da kommen wir aber gleich mal drauf. Jetzt bin ich ganz gespannt hinter den Kulissen einer Apotheke, denn die denken so, man kriegt so Packungen und alles ist fertig, sie müssen die nur noch rausgeben, gehen anschließend Golf spielen. Nee, ganz so einfach ist es nicht. Man muss auch wirklich richtig arbeiten, Ahnung haben, oder? Ja, da wird also auch heute wird wenig mit der Hand gemacht. Es werden auch einige mit der Hand gemacht, aber wir haben zum Beispiel heute solche Salbenmaschinen, die also die Kruken eingespannt werden und automatisch dann wird diese Salbe gerührt. Da gibt es verschiedene Programme für verschiedene Salben, so dass die auch akkurat am Schluss in der Konsistenz sind und da keine irgendwelche Verunreinigungen oder irgendwelche so Knödel oder irgendwas drin vorkommt. Das ist also passé. Ist es noch oft, dass Sie selbst das anmischen? Sehr viel, ja. Wir haben viele jetzt seit neuestem auch noch wieder Hautärzte bei uns in der Nähe, fußläufig von hier. Und da wird doch schon relativ viel an Salben verordnet, die herzustellen sind von uns. Ich habe das letzte Mal eine Doku gemacht am Globus, ja, in der Fleischabteilung, da haben die Fleisch hergestellt und dann wischt man auch schon mal seine Hände ab. Ist das bei Ihnen auch schon mal am Kittel, dass man die mal sauber macht oder geschieht das automatisch, dass wenn man mit den Händen da irgendwie drankommt, dass dann die Sachen schmutzig werden? Ja, ich glaube, das bleibt einfach nicht aus, ne? Dass man sich mal die Hände irgendwie abreibt am Kittel oder so. Okay, da wären wir nämlich auch schon beim Thema. Genau. Ich komme gleich nochmal auf den Beruf des Apothekers nochmal ein bisschen zu sprechen, ja, weil ich denke mir so, ähnlich wie bei den Ärzten, ja, herrscht ja so ein bisschen das Gefühl bei den Leuten, die sind alle so reich, ja, die müssen nicht so viel tun. Das Gegenteil ist der Fall, das heißt, der Wettbewerb ist knallhart, richtig? Ja gut, seit 1993 geht ja das stetig mit dem Rohertrag und mit dem Verdienst praktisch abwärts. Die Kassen müssen sparen. Das fällt natürlich auf die Apotheker, auf die Arzneimittelpreise, auf alles zurück. Also wir dürfen natürlich nicht überklagen, aber es hat sich schon dramatisch nach unten bewegt, die gesamte Verdienstspanne eines selbstständigen Apothekers. So, hier ist der Volker Müden und jetzt kommt meine Frage natürlich auch mal an die liebe Susanne. Sie haben vorher selbst gewaschen. Ja. Ist das schön, selbst zu waschen hier in der Apotheke? Es geht so. Das heißt, man kann sich was Besseres vorstellen. Ich kann mir was Besseres vorstellen. Also ich bin total glücklich, dass ich nicht mehr selbst waschen muss, was wahrscheinlich jeder verstehen kann. Okay, und jetzt kommt der Sack zum Einsatz, wenn Sie ihn mal kurz zeigen, Herr Müden. Ja, wir haben also, es ist nicht nur der Wäschesack, sondern wir haben für Apotheken und Ärzte, also das ist mal ein Wäschesack, sage ich mal, der hat oben eine spezielle Halterung. Das stellen wir Apotheken und Ärzten zur Verfügung. Das genau, machen das ist mal gerade mal stillhalten, dann kann ich es mal zeigen. Ja. Sekunde. Das ist eine spezielle Halterung, das heißt, der wird aufgehangen wie ähnlich. Also man wäre froh, wenn ein Müllsack so eine Halterung hätte, da wäre es viel einfacher, aber genau. da haben sie dann gedacht. Für die Ärzte und Apotheker ist es halt wichtig, dass die Sachen nicht irgendwo in Bannen rumstehen oder in irgendwelchen Körben rumstehen, sondern den kann man hinter die Tür klemmen. Die haben ja alle keinen Platz. Haben keinen Platz, ja, und die Mitarbeiter brauchen auch eine Anweisung, wo mache ich meine Schmutzwäsche, wo mache ich meine Handtücher, wo mache ich meine Kittel hin. Dann haben wir also Schlaufen an diese Objekte anbringen lassen. Dort wird der Sack gefüllt, was jetzt hier alles liegt, kommt normal in diesen Sack rein. Unser Fahrer kommt, holt diesen Sack, es wird zugezogen. Somit ist auch gewährleistet, dass im Auto keine Sachen irgendwie rausfallen, dass es Verwechslungen gibt. Der Sack kommt jetzt zu uns in die Firma und wird dort bearbeitet. Genau, der Trick ist ja, sie holen das Ganze ab. Ja, das heißt, sie müssen das nicht hinbringen. Genau, und liefern wieder. Aber gerade nochmal auf den Sack zurückzukommen. Bei manchen Apotheken und auch Ärzten handelt es sich um kontaminierte Kleider oder teilkontaminierte Wäsche. Und für diese Sachen haben wir ein Inlay. Da kommt ein transparenter Wäschesack rein, der löst sich also im Wasser völlig auf, sodass weder ein Arzt, ein Apotheker oder ein Mitarbeiter von uns kommt also mit kontaminierter Kleidung überhaupt nicht zusammen. Das heißt, die darf nur nicht nass sein, die Kleidung? Die kann auch nass sein, weil die Wäsche löst sich oder der Sack löst sich erst bei 60 Grad auf. Ah, also die auch Tricks, daran ja. Haben wir okay. gedacht.
okay, verstanden. Das heißt, das ist so ähnlich wie bei der Spülmaschine. Da gibt es ja auch so Folien, die drumherum die sind. Die Tabs, genau. Die Tabs, ja. Die lösen sich auf. Aber in der Regel ist es bei den Apothekern, da geht es um Kittel, da geht es um T-Shirts. Das heißt, Ihre Leute müssen dann blutverschmierte oder kontaminierte Kleidung nicht selber anfassen. Die holen die aus dem Sack raus, machen die Maschine rein, Sack ist weg danach. Genau. Und das kristallisiert sich auch bei den Apothekern oder bei den Ärzten kristallisiert sich das so nach dem vierten, fünften Mal raus, welche Objekte werden angeliefert, welche Objekte werden gewaschen, gereinigt. Und wenn es in größeren Mengen geht, dann gehen wir von diesen Wäschesäcken hier weg und dann kommen blaue Kisten bei uns zum Einsatz, die also auch speziell für diese Sache hergestellt wurden. Und das kann der Apotheker oder Arzt dann selber entscheiden, welche Variante er möchte. Was frage ich mal den Herrn Reinhardt. Sie sind ja wahrscheinlich wohlhabend geworden, nicht dadurch, dass Sie zu viel Geld ausgeben, ja, sondern sind ein sparsamer Mensch. Ja. Jetzt haben Sie ja vorher selber gewaschen. Der Aufwand kennen Sie ja. Sie müssen eine Waschmaschine haben, ja. Sie müssen die Wäsche reinmachen, die muss wieder rausgeholt werden. Sie sollte auch rausgeholt werden, sonst fängt sie an zu müffeln. Die muss danach getrocknet werden. Wahrscheinlich ist sie auch gebügelt, so wie ich das sehe bei Ihnen. Sie nickt, ja. Ist das so? Natürlich. Kann man das überhaupt selber machen zu dem Preis, wie der Mühlen das macht? Also wenn man alles umrechnet, zum Beispiel, wenn ich das zu Hause wegen mir von der Putzfrau machen lasse, dann muss ich ja die Stunden von der Putzfrau auch mal mit einrechnen und das zusammenlegen und das rechnet sich an für sich nicht. Nein. Und das kommt hier gebügelt hin? Bitte? Die Sachen, die Kittel, die kommen hier gebügelt an? Ja. Fix und fertig. Das heißt, auch dieses Hemd ist von der Firma, genau, Mühlen gereinigt? Das ist von der Firma Mühlen gereinigt, gebügelt. Und Sie müssen es nicht mehr selber machen? Ich muss es Gott sei Dank nicht mehr selber machen. Das Bügeln macht keinen Spaß. Nee. Also, nein, das ist schon praktisch, weil ich meine, man hat so viel zu tun, auch den ganzen Tag, gerade als Mutter berufstätig. Man ist wirklich froh, man kommt auf die Arbeit, man kann die Sachen anziehen, man muss sich da nicht drum kümmern. Und wie viele Kinder haben Sie? Eins Kind. Und dann, eins Kind ist auch schon Arbeit. So, jetzt gucke ich mal gerade, also ich kenne ja die Maschine, die haben wir schon mal gefilmt, die so die Hemden aufbläst. Jetzt ist mir aber hier was Besonderes aufgefallen. Sie hat hier eine Bügelfalte, ja. Ist das von Hand gebügelt? Also die Apotheker können frei wählen, wie auch die Ärzte, welches Verfahren sie gemacht haben möchten. Unser Standardverfahren ist das Aufblasen und das, was wir schon mal vorgestellt haben, dass das Hemd auf die Puppe kommt. Genau, wir blenden das mal ganz kurz ein, dass die Leute es nochmal sehen. Also bitte Regie im Archiv mal kurz gucken, die Aufblaspuppe, die wir da haben. Aber das hier ist nicht so, oder? Nein, da gibt es noch den Premium-Service, dass Hemden von Hand gebügelt werden. Das können die Apotheker also bestimmen. Wenn wir dann in den Premium-Bereich kommen, wie was wir jetzt hier bei der Firma Reinhardt machen in der Apotheke, da werden die Hemden dann nochmal von Hand alle nachgebügelt. Okay, das ist auch sinnvoll, denn das Auge spielt so ein bisschen mit. Man hat ja auch Kundschaft, die das noch zu schätzen weiß, wenn so eine Bügelfalte drin ist, oder? Genau. Ja, genau. Also das Schöne ist, dass wir auf alle Dinge Rücksicht nehmen und eine freie Entscheidung dem Kunden überlassen. So, jetzt haben wir hier einen Werbefilm. Das heißt, Sie beide kennen sich auch privat auch so ein bisschen, ja? Ja. Sie könnten ja jetzt diesen Film einfach machen, um dem Herrn Mühlen mal ein bisschen Gefallen zu tun. Aber es ist wirklich ein super Service, oder? Nee, das könnten wir machen. Aber nee, das, ich finde, das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Die werden gebracht, die werden abgeholt, werden gebügelt, sind picobello. Man sieht, dass die fachgerecht gereinigt wurden. Ich bin da also mehr als zufrieden. Ich kann das nur empfehlen. Super. Das war eine ganz ehrliche Antwort. Und der Herr Reinhardt ist ja auch Abokunde bei uns. Guck mal gerade an. Das heißt, er spart auch noch, wie viel sind 20%? 20% ja über unser neues Abosystem. Das haben wir ja jetzt gerade letzte Woche vorgestellt, ja, wie unsere Abokarte funktioniert. Und das ist für die Ärzte und Apotheker natürlich hochinteressant, weil es gibt nur eine Abrechnung. Einmal die 200 Euro werden gebucht und ab dann läuft alles über die Abokarte. Und das ist absolute Transparenz für den Apotheker, der sieht, um was es geht, was geleistet wurde. Und es gibt kein Wechselgeld mehr. Also für alle Parteien das Optimale. Vor allem muss man auch mal sehen, wir haben inzwischen 13 Angestellte. Da 13, kommt allein, okay. Da kommt allein durch die tägliche Wechsel von Handtüchern und Abtrockentüchern und so weiter, kommt schon jede Menge zusammen. Also wenn man das selbst macht,
Das ist schon richtig Arbeit. Genau, ich zeige das mal kurz. Also es sind ja nicht nur diese ich sag mal, gering verschmutzten Kittel. Die werden im Schnitt wie lange getragen? Eine Woche ungefähr? Ja. Ja, eine Woche, ja, so bis sie schmutzig sind. Also drei Tage. Manchmal nur einen Tag. Da klingt die Mutter raus. Bei diversen Personen einen Tag. Okay, das heißt, es gibt Leute, die... Aber zeigen Sie mir doch mal die Handtücher. Die werden ja auch gewaschen, oder? Ja, das heißt, ist das, was dann hier auch... Hier haben wir es auch oft mit Restfeuchtigkeit zu tun. Und bei diesen Handtüchern, da entsteht jetzt Folgendes. Der Apotheker nutzt die Ärzte wie auch, die werden gebraucht, werden nass gemacht, werden feucht, in einen Korb geschmissen. Und dann haben wir bei uns in der Firma auch oft das Problem, es entsteht jetzt eine Geruchsbildung, wenn die länger feucht liegen bei dem Apotheker. Das kennt man ja. Wenn das, genau, das kennt man. Müffelt. Das müffelt, und das ist natürlich in diesem turnusgemäßen Anliefern und Abholen fällt das auch schon mal weg. Das ist für viele auch ein Kriterium, dass die sagen, um Gottes Willen, damit will ich gar nichts mehr zu tun haben. Ich will die Sachen ausgelagert haben. Und auch hier überlassen wir die Entscheidung dem Apotheker. Wie sollen die Tücher angeliefert werden? Die meisten, also wir waschen die, falten sie dann und packen sie in Folie zu Fünferweise ab, sodass immer wieder... Die sehen aus wie neu dann, oder? Nicht ganz, aber sie sind besser. Besser als neu. Aber sie werden halt, wie der Apotheker das möchte, Fünferweise oder Zehnerweise abgepackt, sodass diese... Abgepackt heißt in Folie eingeschlagen. Das heißt, es macht aber Spaß, die auszupacken. Das ist irgendwie, man hat immer ein frisches Gefühl. Also man würde das ja selber gar nicht machen, die in Folie packen, oder? Das ist super. Da lacht er. So, jetzt frage ich Sie mal gerade, Sie sind ja selbst Mutter, das heißt, Sie arbeiten natürlich entsprechend kostengünstig. Wie viel müssen Sie ungefähr investieren in die Firma Müden, so die Woche? Wenn so eine Abokarte hat 200 Euro, wie oft müssen Sie aufladen? So circa fünfmal. Fünfmal. Fünfmal die Woche. Die Woche? Monat. Im Monat. Okay, das heißt, Sie haben Kosten roundabout von ungefähr 200, 220 Euro die Woche. Das heißt aber für insgesamt 13 Mitarbeiter, richtig? Und die kriegen dann insgesamt auch ihre Wäsche fix und fertig. Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, da kommt einer, die holen und so weiter und so fort. Und es muss ja dauern. Ich glaube, das wissen viele gar nicht. Das heißt, die denken vielleicht, die Kittel, die werden dann mit nach Hause genommen, die Leute waschen die selber oder so. Nee, das ist ja nicht der Fall. Das war natürlich mal so, aber das ist auch ganz anders, als wenn das professionell gemacht wird. Ich meine, man steht immer im Kontakt mit dem Kunden und das soll alles ordentlich sein und das ist einfach hier perfekt. Das ist so ein Wettbewerb, ja. Ja, genau. Super. Nein, okay, um nur mal hier eine Zahl zu nennen. Das heißt, alles nicht so einfach, gell? Das muss immer alles passen bei einer Apotheke. Ja, nee, richtig, was meine Tochter gesagt hat. Also wenn man die privat nach Hause mitgibt zu den Einzelnen, der eine, der kann es, der andere kann es nicht. Und wenn da jemand da steht und hat völlig nicht ordentlich gereinigt, nicht ordentlich gebügelter Kittel da, das sieht... Oder noch viel schlimmer, er hat es mal vergessen. Ja, dann ja, ist vielleicht der andere. Ja. Jetzt schaue ich mal gerade ihr... Was ist denn das für schnuddelige Apotheke hier, ja? Das wollen wir doch nicht haben. Okay, alles klar. Dann weiß ich Bescheid. Das heißt, auch das Waschen, also ich habe jetzt gestern gedreht in der Saarlandtherme, die waschen Tonnen am Tag. Was kommt denn hier so zusammen in der Woche ungefähr? Wie viele Kittel sind das? Ich habe überhaupt keine Ahnung, das kann ich nicht sagen. Aber richtige Mengen, oder? Ja, aber es kommen da schon... Bei den Apotheken haben wir generell einmal die Kittelanzahl der Mitarbeiter, die täglich anfallen. Das kann man ja ausrechnen. 13 Mal, sagen wir mal, ein bis zweimal die Woche, da sind wir schon bei 30, 40 Kitteln, richtig? Ja, also oft, ja, also manchmal mal, werden die Kittel... 100 Gramm oder was, wie zu Kittel, ja. 150 Gramm, 30, vielleicht 10, 50 Kilo, ja. Also wir 20 auch, Kilo. Wir rechnen ja auch nicht in Kilo, sondern wir rechnen pro Stück, in Teile. Ja, genau. Im Gegensatz jetzt zu den Wäschereien, die jetzt Handtücher in Tonnen oder so machen, rechnen wir in Stück. Ja, und auch bei den Handtüchern rechnen wir in Teilen. Da fallen also in der Woche, ich sag mal, 2 bis 3 Handtücher pro Tag an. Pro Tag. Pro Tag, die dann gewechselt werden. Das sind einmal Handtücher für die Küche, die in der Küche sind. Auch Mitarbeiter haben oft Handtücher vorne im Thekenbereich, wo man dann mal über gewisse Sachen drüber geht. Und also da ist doch einiges, ja. Ja, da fällt einiges an. Und dann kommt eben noch manche Apotheken, die lassen auch die Oberbekleidung dann machen, die T-Shirts, da kommt es dann auch auf die Mitarbeiter an.
Hier bei der Apotheke, wo wir uns jetzt befinden, liegen wir in einem Bereich, die also sehr viel abgeben und die sehr viel Wert auf das Ganze drumherum legen. Das ist nicht bei allen Apotheken so. Also ich will jetzt nicht sagen, dass... Ja, das heißt, ich kann ja selber wählen, was ich abgebe. Zwar ja, die Handtücher, die wasche ich selber, aber den Rest. Aber hier wird halt alles abgegeben. Ja, manche überlassen das auch den Mitarbeitern. Dann... Das finden wir dann nur schade, nur wenn ein Apotheker selber in einer Reinigung läuft und dafür Zeit aufwendet, das steht ja in keinem Verhältnis. Unser Service ist in dieser Richtung völlig kostenfrei für den Apotheker. Das Abholen und Bringen. Das Abholen, das Bringen, so gibt es eigentlich gar keinen Grund, dass ein Apotheker oder eine Angestellte eines Apothekers irgendwo hinläuft, sich einen Parkplatz sucht, die Sachen sonst wo abgibt. Und das wollen wir mit unserem Service vermeiden. Super. Das heißt, wir haben es nochmal kurz relativiert. Da ist ja auch noch die Umsatzsteuer ist auch noch drin. Sie sind wahrscheinlich abzugsberechtigt oder nicht, weiß ich jetzt nicht. Ja. Genau, sind Sie. Das heißt, die kommt ja nochmal runter. Wie viel Prozent Umsatzsteuer sind da drauf? 19? 19%. Also sag mal rund 130, 150 Euro die Woche, die man ausgeben muss. Dafür kann man es definitiv nicht selber machen. Definitiv nicht. Okay, nein. Das wollte ich nochmal hören. Haben Sie vielen, vielen Dank. Ich denke, ein spannendes Thema, auch nochmal hinter die Kulissen von der Apotheke zu blicken. Und ich finde das auch total toll, dass es bei Ihnen so gut klappt mit der Nachfolge, ja, dass also die Tochter da so reingerutscht ist. Das ist ja auch nicht überall selbstverständlich, ja, dass die folgende Generation das machen möchte, was der Papa macht, oder? So ist es, genau. Das ist also ein großer Glücksfall und ich bin auch sehr zufrieden, dass das so funktioniert hat und es klappt auch hervorragend mit uns beiden. Gut, das müssen wir jetzt sagen, aber das gehört auch mal. Vielen, vielen Dank. Ich zeige es mal gerade. Hier ist Saarklin, Volker Müden aus Saarbrücken und die Ingobertus Apotheke in Vertretung mit Erwin Reinhardt, Apotheker seit über 30 Jahren und Susanne Keller-Reinhardt seit 9 Jahren in den Fußstapfen des Vaters. Vielen, vielen Dank. So,